Willkommen zurück zu Let's Play Legend of Zelda Ocarina of Time. Letztes Mal haben wir versucht, mit einer Minenbowlingbahn ein paar Gewinne abzustauben. Und jetzt versuchen wir halt, dieses Herz dann noch zu bekommen. Ich habe bloß nur einen Versuch. Also von den 10 Krabbelminen. Also, das waren gerade meine letzten 30 Rubine. Oh nein. Okay, und das letzte. Oh, gleich beim ersten Mal? Nee, knapp daneben. Oh, beim zweiten Mal, sehr gut. Das Herzteil. Jetzt haben wir alles. Gut, und daher unser Geldbestand gerade ein bisschen klein ist, frischen wir ihn noch einfach erstmal auf. Und zwar, indem wir die Hasenmann verkaufen. Und zwar der Käufer befindet sich irgendwo hier auf dieser Lianischen Steppe. Das ist immer zufällig, wo man ihn trifft. Also meistens rennt er um die London Farm rum. Ach, da hinten ist er doch schon. Ob ich ihn einholen kann. Stehen bleiben. Hey. Okay, das setzt sich auch nicht hin bei Nacht. Okay, wir sehen uns dann gleich wieder, sobald ich irgendwann ansprechen kann. So, da sind wir wieder, endlich wieder. Er hat sich endlich hingesetzt. Ich muss ihm jetzt durch die halbe Hylia-Ebene folgen. Also reden wir jetzt endlich mal mit ihm. Ich wette, mit diesen Ohren kannst du die Stimmen hören. Das sind die Ohren, die der große Kürbis prophezeit hat. Hoppel die Höhe. Mir ist egal, wie teuer sie sind. Ich muss sie haben. Verkauf sie mir. Okay. Mein Traum geht in Erfüllung. Ich habe Hasenohren. Hoppel die Höhe. Füttert mich mit Möhren.
Die Maske hast du 50 Rubine bezahlt. Der durchgeknallte Kerl hat dir doch mehr dafür gegeben, als du zählen kannst. Geh zurück zum Maskenhändler. Gib ihm seine 50 Rubine wieder. Ja. Jetzt machen wir noch eben schnell Tag, damit die Skelette ihn nicht nerven. Und wir sehen uns dann gleich nochmal beim Maskenhändler wieder. Bis gleich. So, das sind wir jetzt wieder beim Maskenhändler und jetzt gehen wir einfach mal an die deine 50 Rubine. Großartig, du hast dich verkauft. Bitte zahl mir für die Hasenohren die 50 Rubine. Hey, gut gemacht. Alle Masken sind verkauft. Ich wusste, dass du der richtige Mann, Junge, dafür bist. Als Belohnung für deine Mühe sollst du eine ganz besondere Maske erhalten. Dies ist die Maske des Wissens. Es ist eine mysteriöse Maske aus dem Erbe der Shikar. Suche und du wirst die verborgenen Kräfte der Maske entdecken. Sie ist nützlich und unheimlich zugleich. Warum sie unheimlich ist? Das wirst du herausfinden, wenn du älter wirst und irgendwann den Sinn des Lebens erkennst. Vertraue mir. Maske des Wissens, trage sie mit Zier, um sie möglichst vielen Leuten zu zeigen. Ich habe Nachschub bekommen. Von nun an kannst du jede beliebige Maske ausleihen. Vertrau mir. Ja, jetzt können wir halt noch die Zora-Maske, die Gerudo-Maske und die Goron-Maske, die der was gerade nicht noch ausleihen. Aber die einzige Maske, die halt relativ irgendwie nützlich ist, ist halt die Maske des Wissens. Weil damit kann man nämlich mit diesen Shikar-Steinen reden. Da du nun die Maske trägst, beginnt die Statue mit dir zu sprechen. Höre ihre Worte. Man erzählt sich, dass die Gerudo-Kriegerinnen sich oft nach Hyrule begeben, um dort nach Männern Ausschau zu halten. Ja, so Dinge sagen die dann halt. Und unser nächstes Ziel ist dann erstmal Kakariko. Wir sehen uns dann gleich dort wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder in Kakariko angekommen. Und ja, unser nächstes Ziel ist die Mühle hier. Ich will jetzt noch, ich weiß nicht, ob es jetzt schon geht, aber vielleicht kriegen wir jetzt noch ein neues Item. So stellt man die Staffel vor ihn hier. Holt der Karina raus und spielt dann das Lied, das man bei ihm selber als großer Link erlernt hat. Eine sehr schöne Melodie. Huch, jetzt geht es aber doch zu schnell. Ja, wie ihr seht, hat sich dadurch jetzt der Brunnen gelernt. Warum auch immer. Springen wir einfach, einfach mal rein. Oh, schade. So, damit sind wir dann am Grund des Brunnen. Das ist so eine Art kleiner Mini-Dungeon. Allerdings gibt es hier keinen Boss oder sowas. Ich glaube, der wirkt da nicht. Ich höre in diesem Raum geisterhafte Stimmen flüstern. Sie flüstern mir zu,
Suche nach dem Auge der Wahrheit. So. Hier gibt es jetzt... Also eigentlich sieht es ja aus, als ob hier nichts ist. Allerdings geht es hier doch weiter. Man kann, die Wand hier ist nämlich... man kann da durchgehen. So, und hier sollte man ein bisschen aufpassen, weil hier fliegt noch ein Gegner rum, den man jetzt im Moment noch nichts anhaben kann. Ich glaube, der kommt gerade von hinten. Ja, da ist er. Lass ihn einfach mal vorbei. So, und dann stellt man sich hier auf dieses Triforce-Symbol und spielt einfach mal Zellas Feenlied. Und damit lässt man das Wasser ab. Jetzt muss ich kurz gucken. War hier unten noch irgendwas? Nö. Gut, dann gehen wir weiter. Diese Mauer, wie heißt es? Gefahr von oben. Okay. Oh, und hier war ein Loch. Eigene Bomben. So, und hier finden sich Zombies und diese silbernen Rubine, die wir einsammeln sollen. Ich fülle den Zombie erstmal ein, damit er mich jetzt nicht nervt. Dann sammeln wir einfach mal die Rubine ein. Ihr seht, jeder von den Rubinen ist halt 5 Rubine wert insgesamt. Mal gucken, ist hier noch was? Außer Krüger. Hochheben. Oh, der Zombie ist jetzt wieder entfroren. Ist auch nichts. Da sind ein paar Zombies. Also eine Haut, eine Truhe. So, da würde ich sagen, beende ich hier erstmal den Part. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Tschüss.